Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Park Bella Italia, in dem wir Venedig nachbauen und ganz Italien auch. Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe Besuch. Der Mitaro ist dabei. Ich bin auch dabei. Hallo. Und jetzt nehmen wir ein YouTube-Video auf. Hallo. Das ist schön. Hallo. Ja. Du hast gesagt, ich soll einen langsamen Anfang machen. Nein, ich habe gesagt, du sollst elegant machen. Ich und elegant? Also ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Kombi ist. Elegant wie Venedig. Ja, Venedig kommt ja höchst selten, die Folgen. Deswegen müssen wir ein bisschen was aufholen. Deswegen sind die Folgen so lang. Weißt du, viel ja, musst du vorstellen, Sizilien ist fast fertig. Ist vielleicht sogar fertig, wenn das Video rauskommt. Ich weiß gar nicht, es könnte ganz Parkplatz schon fertig sein, wenn dieses Video rauskommt. Das kann sein. Also, aber dann kommt ja nur noch Venedig. Ja, ich versuche auf jeden Fall ein bisschen nachzuholen. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen muss ich immer so viel Zeug in eine Folge packen. Deswegen sind diese Folgen jetzt gerade auch so lang und auch so viel beschleunigt. Das ist halt der Inhalt von locker zwei Folgen, die jetzt im Moment immer in einer sind. Ja, ich weiß doch gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Das müsst ihr uns gerne mal in den Kommentaren sagen. Wollt ihr diese längeren Folgen haben oder mögt ihr die kurzen lieber? Dann würde ich eventuell diese super langen Folgen einfach runterschneiden auf kurze. Ich weiß es nicht. Ja. Also, ich meine, der Inhalt ist ja dann derselbe. Es ist ja dann nur auf mehr oder weniger Zeit gestreckt. Wobei bei den langen Folgen wird man auch den gesamten Content sehen. Bei den kurzen Folgen wird was rausgeschnitten werden. Ich weiß es nicht. Sagt es uns in den Kommentaren. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Fragen über Fragen. Ob ich die nächsten Venedig-Folgen auch so lang und ausführlich halten soll oder da ein bisschen mehr zurechtschneiden. Was natürlich auch wieder heißen würde, dass mehr Aufwand ist und bis die Folgen noch seltener kommen. Hey. Naja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall auch nicht. Ja, und was bauen wir eigentlich? Mensch, weißt du, baust du hier wieder Details auf Details auf Details auf Details und wir wissen gar nicht, was wir bauen. Ja, wir haben ja schon oft über ein super detailreiches und teilereiches Gebäude in Venedig gesprochen. Nee. Das hier ist es nicht. Aber es hat auch viele Details. Ja, das stimmt. Das ist von der Wasserfahrt auch aus nur zu sehen, also nur von dem Transportding. Das heißt, es ist eigentlich sehr unnötig detailliert, weil man das wirklich nur von der Main Street aus, wenn du so willst, sehen kannst und von der Transportbahn. Ja. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Es ist auf jeden Fall auch nachempfunden von einem echten Gebäude, was halt in Venedig drin steht. Ja? Es steht auch ungefähr an so einer Stelle, an der Stelle, glaube ich, nämlich hinter dem Markusdom, da ist so eine extra Insel, meine ich, wo dieses Ding draufsteht, das ist auch eine Kapelle oder eine Kirche oder sowas. Genau, das ist beim Arsenal hinten, was wir ja schon, wir haben es ein bisschen vorgezogen, das Arsenal ist ja eigentlich direkt rechts jetzt daneben eigentlich. Ja, also die Platzierung im Vergleich zu den Sachen, wo sie in der Realität stehen würden, ist natürlich alles ein bisschen anders, wir haben es ja alles ein bisschen, müssen wir zusammenstauchen, damit das in den Freizeitpark passt, geht ja gar nicht anders. Ja, jedenfalls ist das dementsprechend auch ein ziemlich detailliertes Gebäude und auch ein sehr komplexer Platz geworden, der mir echt gut gefällt jetzt im Endeffekt. Ist halt nur, also ich habe kurz überlegt, ob ich daraus einen Blueprint machen soll. Und dann habe ich mal geguckt, wie viele Teile es sind und habe das ganz schnell wieder verworfen. Sehr schade eigentlich. Ja, das Gebäude besteht tatsächlich aus drei Blueprints. Also so viele Teile sind das. Ein bisschen zu viel gewesen. Ja gut, die Kuppel allein davon, die frisst ja wahrscheinlich auch schon alleine 1000 Teile. Ja, die Kuppel ist ein einzelner Blueprint, ja. Also die Kuppel ist ein einzelner Blueprint und das Hauptgebäude und dann noch der Eingangsbereich. Aber es kommt ja alles noch. Also ich meine, wir sind jetzt hier nur an einem Achtel vom Gebäude gerade dran. Aber ich meine, das ist ja so ein Haus, das ist recht ähnlich auf allen Seiten. Das baut man einmal und dann kopiere ich mir das 8-mal im Kreis und dann ist gut. Ja. Dementsprechend viele Details für diesen einen Bereich erstmal und danach geht es recht fix. Ist ja eigentlich fast immer so bei diesen Gebäuden. Ich glaube, ich habe auch später nochmal, ich glaube ganz, ganz viel später, habe ich da auch noch einen kleinen Innenraum reingebaut. Wie so in jedem Gebäude in Venedig, ne? Ja. Schön, dass du erwähnst. Ja, man soll es ja öfter erwähnen. Und ich habe echt viel rumprobiert und gestruggelt mit diesem Haus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber obwohl der eigentlich eine Vorlage hat, ist, ne? Ja, aber das war das Ding. Weil hier gehören eigentlich so, an die Stelle gehören eigentlich so schneckenartige Teile. Und, ja gut, die gibt's halt so nicht, ne? Ja, dann will man natürlich gucken, wie man das genau am besten baut, damit das halt möglichst nah rankommt.
und auch in dem Maßstab halt auch bleibt. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da die richtigen Teile dafür zu finden. Und deswegen war das viel Rumprobiererei. Aber wie gesagt, das ist eins von den Gebäuden, die mir tatsächlich mit am besten gefallen, ganz wenig. Ja, finde ich auch. Es ist schon fast ein bisschen schade drum, dass es so versteckt ist. Eigentlich ist es gar nicht so versteckt, ne? Nur wenn du nicht selber stehst, ist es versteckt. Also man sieht schon doch. Also. Gerade in Main Street siehst du ja alles. Ja, also wenn du nicht gerade in dem Bereich bist, dann sieht man das Gebäude. Genau. Es ist irgendwie so ein wiederkommendes Thema, ne? Mit allem, was ich in Venedig baue, das Endresultat ist immer, ja, am besten sieht man den Bereich nicht oder geht woanders hin oder so, um das sich anzugucken. Ich weiß nicht. Ja, aber Venedig liegt da halt so ein bisschen blöd. Muss man ja schon so sagen. Ja, ist halt eine Sackgasse da in der Ecke. Aber dann den Backstage-Bereich direkt damit dran. Das ist ja hier auch auf der Backstage-Seite. Ist auf der Backstage-Seite, genau. Vom Kanal, also ist eigentlich steht's ja gar nicht in Venedig, wenn du so willst. Ich habe ja da in deinem Bereich rumgebaut. Ich war da hinten schon lange fertig, also alles gut. Ja, ich meine, ich habe auch ein bisschen was von deinen Sachen umgeschoben, umgestellt, damit das gepasst hat. Naja, hast du ja, das war ja okay. Ja, hoffe ich doch. Wäre jetzt blöd, wenn nicht. Also ich ändere das bestimmt nicht, das Gebäude war aufwendig genug. Nee, jetzt gefällt es mir nicht mehr. Jetzt wo ich sehe, nee. Bitte alles schnell wieder weg damit. Ja, es wird ein sehr tolles Gebäude, sagen wir so. Erzähl mal irgendwas, dann kann ich nebenbei mal schauen, wie das Ding eigentlich heißt. Ich kann mal ein bisschen blöd vor, ich nicht das so sagen kann. Ich war sehr überrascht jetzt. Was wir noch erzählen wollten, wir wollten das eigentlich vielleicht im Beitrag erwähnen, aber wir möchten gerne wieder andere Spiele spielen. Natürlich bleibt Planet Coaster natürlich als Haupt-Let's Play immer sonntags da. Ja, klar. Ist halt wie die Älteren, sage ich jetzt einfach mal, die dabei sind, die wissen ja, dass wir ja in Text Zug gespielt haben, immer mittwochs. Und so werden wir das wahrscheinlich auch handhaben. Weil uns wurde schon öfters gesagt, wenn wir privat spielen, so für uns, das könnte man ja theoretisch auch mal aufnehmen. Und das haben wir jetzt auch mal vor. Du hast da irgendwas gerade im Blueprint gespeichert. Vielleicht standest du da gerade dabei, ich weiß es nicht. Wie viele Teile das waren? Nö, wie das Ding heißt. Achso, nee, ich hab tatsächlich schon rausgefunden. Das ist die Basilica di Santa Maria. Ah, okay. Ja. Die ist auf der anderen Seite von Venedig. Jein. Also, es ist schon ein Stückchen weg vom Platz, den ich ja hauptsächlich gebaut habe. Aber theoretisch kann man von diesem Platz aus, den ich gebaut habe, dieses Ding hier auch sehen. Also, es ist schon irgendwie in Sichtreichweite. Okay. Es ist ja alles ein bisschen zusammengestaucht hier. Es geht ja nicht anders. Und eigentlich hat diese ganze Basilika noch einen ganzen hinteren Teil, weil es ist ja eigentlich, hat das Ganze als Innenraum auch eine Kirche und so weiter. Mhm. Und ich habe es ja jetzt einfach nur in diesem Achteck gebaut, aber eigentlich ist dahinter noch ein ganzer zweiter Turm mit ausladenden Flügeln und so. Das hatte ich allerdings keine Lust mehr zu bauen dann. Achso, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich hab das tatsächlich erst gesehen gehabt, als ich relativ weit war mit dem Gebäude. Ja, ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich denke, das wird verkraftbar sein. Aber es ist ja auch so sehr schön geworden. Kann man ja vielleicht ein bisschen erahnen anhand dessen, wie viel hier passiert, dass das eigentlich was ist, was ich nicht in eine Folge gepackt hätte, sondern es wären eigentlich auch mehrere Folgen gewesen. Ja. Das ist ja alles in dem Kontext, dass ich hier ein bisschen aufholen muss. Aber ich meine, so viele Folgen sind es ja auch gar nicht mehr. Ja, ich krieg so langsam, komme ich ein bisschen hinterher mit dem Folgen. Du kommst auf jeden Fall hinterher, genau. Ist aber, glaube ich, auch nötig, wenn ich so gucke, dass eure Folgen, da sind auch nicht mehr so viele übrig, bis alle Bereiche fertig sind. Ich muss noch einen gesamten zweiten Themenbereich unterkriegen. Ja, Sizilien ist zumindest fertig. Also auch vom Hochladen und Aufnehmen und so. Ja, und wenn wir in den Park selber reinschauen, ist der gesamte Park tatsächlich schon fertig, mal abgesehen von Pompeji. Abgesehen von Pompeji, ja. Also machen tatsächlich sehr gute Fortschritte. Ein weiterer Punkt, hier ein bisschen Gas zu geben. Deswegen, wir müssen halt ein bisschen Gas geben, weil Planet Coaster 2 wird sich wahrscheinlich nicht mehr so lange hinziehen, glaube ich. Ist auch ein guter Punkt, ja. Und deswegen wollen wir ja halt nur kleinere Projekte nur noch machen danach, weil man kann dann mal schnell was fertig bauen und dann direkt mit Planet Coaster 2 starten. Also wenn es rauskommt, wir sind immer noch am Bauen, wahrscheinlich werden wir es dann unterbrechen. Ja. Oder dann halt irgendwas abcutten oder so, wo wir eigentlich was gebaut hätten und einfach nur halb fertig machen, so irgendwie. Kannst du noch was aussieht.
genau. Hängt halt voll davon ab, wie das dann läuft. Hauptsache, das Projekt hier, das soll fertig werden. Das ist was. Das auf jeden Fall. Das ist ja schon. War ja auch lang genug in der Mache, sag ich mal. Das ist ja jetzt. Ist ja auch so ein kleines Herzensprojekt mittlerweile geworden. Ne? Das ist halt. Ja, hat sich echt hochgemausert. Ich habe am Anfang echt nicht viel damit anfangen können. Aber so langsam finde ich zumindest so die Gebäude, die so in Italien stehen und so, es ist eigentlich ist echt alles cool geworden. Und auch, der ganze Park ist geil. Ja, also. Ich finde ihn echt grandios. Also manchmal hat man echt so ein bisschen dieses Tief und denkt sich, boah, ich hoffe, wir sind bald durch mit dem ganzen Park. Und dann geht man doch nochmal in diesen Park, wenn man noch irgendwas bauen will oder so, und guckt sich das um und denkt, boah, eigentlich ist doch alles super geworden, sieht echt klasse aus. Ja. Da ist man dann doch schon sehr zufrieden mit dem ganzen Endresultat, wie es hier läuft. Das ist schon. Doch, ist schon ein sehr schöner Park. Aber ich glaube, es ist gerade so ein kleiner Trend mit Länderbauen, weil jetzt habe ich einen Holland-Park gefunden. Vielleicht wird er dir auch einfach vorgeschlagen, weil du gerade mehr in dem Bereich halt sowieso machst. Das kann natürlich sein. Ich weiß gar nicht, was da die Trends so im Moment sind, was man so baut. Keine Ahnung, ich bin ja so einer, der den Workshop ja gar nicht beobachtet. Im Workshop bin ich auch relativ selten, ja. Also ich würde gerne häufiger Sachen in den Workshop hochladen, aber ich kann halt nicht. Zum einen du baust zu groß. Zum einen, weil ich halt zu groß baue und zum anderen, weil ich halt einfach technisch nicht kann. Das Spiel erlaubt es mir halt einfach nicht. Also wenn da steht, Mitaro hat hochgeladen und dann steht aber in der Beschreibung bei Rick, dann wisst ihr Bescheid. Ja, hin und wieder laden wir doch noch was hoch und es gibt auch so ein paar Sachen, die immer mal wieder hochgeladen werden. Es gibt ja so ein paar Kleinigkeiten, die man gut hochladen kann. Das hier jetzt nicht. Das sind ein paar zigtausend Teile zu viel, aber die kleineren Sachen kann man ja gut hochladen. Und das macht man dann natürlich auch. Krass, aber dass du das mit so Planken gebaut hast. Ich habe das irgendwie mit kleineren Teilen irgendwie in Erinnerung. Ja, also ich habe halt gedacht, diese Kuppel ist so groß und kleine Teile verschwinden relativ schnell, wenn man weit weg geht von dem Gebäude. Ja gut, hat ja nicht so semi-funktioniert. Ja, der Gedanke war halt, Der Gedanke war da. Ja, es verschwindet trotzdem das Dach, wenn man sich ein bisschen entfernt, das ist echt schade. Aber es bleibt zumindest länger da als die Dächer von dem Markusdom. Das stimmt, ja. Weil ich größere Teile benutzt habe. Dementsprechend ist es halt auch nicht so detailliert wie das andere Dach, aber eigentlich sollte dieses ganze Gebäude auch nicht so detailliert werden. Aber wie gesagt, es ist ja auch nach wie vor nicht das Gebäude mit den meisten Teilen in diesem Bereich. In der Tat, ja, das kommt ja noch. Das kommt, glaube ich, auch relativ bald, wenn ich mich recht entsinne. Also, nächsten Part schon oder davor? Das nächste Mal nicht. Ich glaube, in zwei Parts kommt das. In zwei Parts. Also in zwei Venedig-Folgen. Ich weiß nicht, was dazwischen noch kommt. Also ich muss sagen, wo das Gebäude auf einmal stand und ich den Park gekriegt habe, das war schon so ein FPS-Drop, das war schon heftig. Ja, das glaube ich. Ich weiß auch gar nicht genau. Da hat ja auch noch meinen alten PC. Mittlerweile habe ich jetzt einen neuen und funktioniert ganz gut. Wie viel einfach passiert ist in dem Zeitraum, wo wir diesen Park gebaut haben, ist schon krass. Ja, also. Stimmt, der Blufer hat auch einen neuen PC in der Zeit geholt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das alles genau passiert ist. Hast du eine ungefähre Ahnung, wie viel Teil dieses andere Gebäude hat? Ich glaube. Was du gebaut hattest mit dem ja. kleinen Teil? Ah, ich glaube, das Gebäude selber hatte, glaube ich, um die 40.000, bin ich der Meinung. War das nicht deine Opa mit 40? Nee, mein Opa hat 60. Ach, guck mal, ich habe die Zahlen einfach gar nicht mehr im Kopf. Es gibt auf jeden Fall einige Gebäude, die aus sehr vielen Teilen bestehen. Nee, mein Opa hat 60.000 Teile, ja. Ja, das ist schon Wahnsinn. Wie viel Teil dieser ganze Park dann mittlerweile zusammengesammelt hat, das ist. Ich muss sagen, Sardinien ist immer noch das schönste und kleinste Bereich und hat nur 11.000. Ist halt effizient, ne? Das war effizient gebaut, da haben wir ja noch ein bisschen geachtet auf Teile. Ja, das hat sich schnell verflogen. Deswegen sieht das da so schlicht aus. Ja, das ist auch eine Kunst, muss auch können. Also da bin ich ein bisschen neidisch drum, sowas kann ich ja überhaupt nicht. Also dieses Gebäude hier hat alleine mehr Teile als Sardinien. Ja. Da finde ich auch gut. Dieses Performante bauen ist auf jeden Fall was ich auch gerne selber verbessern würde. Mal gucken, ob es dazu noch kommt im Laufe des Spiels. Challenge für den nächsten Part. An sich schon, wer weiß. Nein, ja, wäre cool, aber wir haben ja gesagt, wir hauen dann richtig Details raus, weil der Park halt kleiner ist. Ja, es läuft halt immer darauf hinaus, ne? Gerade wenn man auch mal sowas wie Team Decays und sowas ausprobieren möchte und gucken kann, wo jetzt wirklich die Grenzen von dem Spiel sind. Und das natürlich auch mehr Performance frisst. Na gut, die Grenzen, die haben wir ja schon bei Community Universal ausgetestet, jetzt hier auch nochmal. Ja, es ist ja mehr, das ist das
Das ist ja, glaube ich, wirklich so das meiste an Details, was wir mit dem, ich sag mal, Grundspiel so machen werden. Ich glaube nicht, dass wir nochmal sowas so detailliert in dem Maßstab bauen. Zumindest nicht in dem Spiel. Die kleineren Projekte werden an sich wahrscheinlich detaillierter sein. Mal gucken, was da kommt, keine Ahnung. Aber die sind ja auch kleiner dann. Ja. Das ist ja irgendwie unsere. Ja, irgendwie werden wir immer kleiner und immer detaillierter. Ja, aber so ist es halt. Ich meine, es ist ja eigentlich auch schön, sich einen kleinen Park anzuschauen. Da kann man sich auch mehr auf Kleinigkeiten halt fokussieren und drauf achten. Ist auch bei Parktouren so eigentlich ganz schön, wenn der Park nicht zu riesig ist. Ja, unser Park. Also ich glaube, wenn die Leute tatsächlich eine Parktour von unserem Park machen, ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Ding, so irgendwann so, einfach drüber fliegen dann so. Ne? Ist halt ein bisschen schade dann, aber ich kann es auch verstehen. Ja, klar, ich meine. Keine Parktour. Ist ja bei uns ja genauso. Ich glaube, es gibt keine Parktour, die. Fast keine Parktour, die genau das würdigen kann, was der Erbauer an Zeit in diesen Park gesteckt hat. Einfach, weil du halt nicht 20 Stunden dir jeden Park anschauen kannst. Dann kommst du ja zunächst nicht fertig. Naja, wie gesagt, verstehen tue ich es ja auch. Ist ja bei uns ja nicht anders. Da. Ich glaube, doch, die eine Parktour müsste eigentlich schon draußen sein. Mit 3 Stunden. Ich glaube auch. Die sollte eigentlich noch. Das war auch. Also 3 Stunden ist wirklich. Das war hart. Und wir machen ja noch einen großen Park. Der geht bestimmt auch mindestens 1,5 Stunden. Den machen wir ja heute noch, wahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Also gibt eine Menge, was ihr euch da bei uns anschauen könnt. Ich mag ja diese Säulen da im Wasser, ne? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. An sich finde ich die cool. Aber ich weiß nicht, ob ich die besser bauen kann. Aber sie sehen cool aus. Ist alles gut. Man fragt sich immer, würde noch mehr gehen? Mehr geht immer, aber ich finde sie schön. Ja, sie erfüllen ihren Zweck. Ah, da ist die Folge schon wieder fast vorbei, du. Ja, ne, also ich meine, im Endeffekt ist es jetzt recht lang geworden. Wie gesagt, mich würde mal interessieren in den Kommentaren, ob euch diese längeren Folgen eher gefallen, wenn ich so viel nachholen muss in Venedig. Oder ob ich noch ein bisschen mehr raffen soll. Für die Folge war es das jetzt. Und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß dran. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, oder? Denke ich auch. Also, bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum aber